und herzlich willkommen zu meinem Essens-Neuheiten-Haul. Ich war in den Drogerien unterwegs. Alter. Scheiße. Meine Blume brennt an. Oh Mann. Oh Gott. Fail. Hey und herzlich willkommen zu meinem Essence-Neuheiten-Haul. Ich war bei DM und Müller unterwegs auf der Suche nach dem neuen Essence-Standard-Sortiment 2017. Ich wurde auch fündig und wofür ich mich entschieden habe, seht ihr mal im Drogerie-Haul. Das erste Produkt, das mich sofort angelacht hat, als ich die Theke gesehen habe, war dieses Strobing und Contouring Set. Das ist so eine Palette mit 10 verschiedenen Creme-Produkten zum Highlighten und Konturieren. Ich bin ganz gespannt, wie diese Palette ist. Habe sie noch nicht getestet. Ich möchte sie auch mal vergleichen mit der Contouring-Palette von NYX. Also wenn ihr dazu ein Vergleichsvideo haben möchtet, dann stimmt doch hier oben ab. Außerdem direkt im Einkaufswagen gelandet ist dieses Puder. Und zwar dieses Brighten Up Banana Powder in der Farbe Baba Banana oder so. Also da gibt es, glaube ich, auch nur eins aus dieser Serie. Das ist ein leicht gelbliches Puder, könnt ihr zum Baken nehmen oder auch um das Gesicht zu highlighten. Und es verwenden ja so viele Bananapowder zum Baken. Und ich muss das unbedingt auch testen. Deswegen hat sich das angeboten, dass Essence den hier jetzt im neuen Standardsortiment hat. Und auch den werde ich gerne testen. Dann habe ich mir auch zwei Produkte aus der neuen Fresh and Fit Foundation Serie mitgenommen. Und zwar einmal diesen Primer. Das ist der Healthy Glow Pore Minimizing Effect Awake Primer mit einem Vitaminkomplex und Cranberry-Wasser. Ich liebe ja Primer, die die Poren verfeinern. Und wenn der auch noch dafür sorgt, dass die Foundation ein bisschen besser hält, dann wäre das für mich absolut ein Nachkaufprodukt. Aber ja, ich werde den jetzt erstmal testen und euch gerne dann mal ein Top- und Flop-Video aus dem neuen Essence-Sortiment hochladen. Ebenfalls aus dieser Fresh and Awake-Serie habe ich dieses Make-up mitgenommen. Das ist das Awake-Make-up mit einem Healthy Glow Effekt in der Farbe 20 Fresh Nude. Enthalten sind 30 ml und das ist so ein Glasflakon. Also ich finde, die Verpackung sieht super schön hochwertig aus von Essence und gefällt mir schon echt gut. Die Farbe vom Tester her hat auch ganz gut gepasst und ich bin jetzt gespannt, wie die sich so über den Tag verhält, wie lange sie hält, ob sie in die Fältchen kriecht und sowas und natürlich, wie hoch die Deckkraft ist. All das werde ich testen. In meinem letzten DM-Haul habe ich euch ja schon diese Mascara gezeigt, die ich gekauft habe. Den DM-Haul verlinke ich euch nochmal am Ende diesen Videos. Und ja, weil ich euch einfach zeigen wollte, was ich so aus dem neuen Sortiment da habe, habe ich jetzt diese Mascara nochmal mit ins Video gepackt. Die hat ein sehr, sehr tolles Bürstchen und ich finde, sie bringt auch echt viel Volumen, verdichtet meine Wimpern schön und ich hoffe, sie bleibt auch bis zum Schluss so, weil manche Mascaras verändern ja so ihre Konsistenz, je länger sie offen sind, je trockener sie werden und ich hoffe, dass dann meine Wimpern nicht verkleben. Aktuell bin ich sehr begeistert von dieser Mascara. Ebenfalls im letzten DM-Haul habt ihr diesen Metal Shock Eyeshadow gesehen von Essence in der Farbe Stars and Stories und ich liebe, liebe, liebe den. Ich trage den mittlerweile fast täglich am unteren Wimpernkranz und zwar hat er so einen Schwammapplikator wie ein Lipgloss und ich gehe da mit einem dünnen Pinsel hin und nehme das so ein bisschen was ab, gebe das am unteren Wimpernkranz und das sieht so schön aus, finde ich. Auch komplett auf dem beweglichen Lid aufgetragen. Gefällt er mir sehr gut. Das habe ich ja im DM-Haul getragen. Die Farbe ist auch wunderschön und ich werde mir auf jeden Fall noch mehr davon kaufen. Der verschmiert auch überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass ihr dann abends überall diese Glitzerpartikel habt. Der hält wirklich sehr, sehr gut und ich finde ihn super, super gut. Dann durften einige Lippenprodukte mit und zwar einmal dieser Lip Balm und zwar Kiss the Mermaid Lipstick. Da gibt es auch noch ein Einhorn und einen Frosch. Ich glaube, diese drei gibt es. Und zwar ist das ein blauer Lippenpflegestift, aber, und das zeige ich euch jetzt im Swatch, wenn ihr den auftragt, wird der rosa bzw. lila, also so eine Mischung, je nach Hauttyp. Ich glaube, der passt sich dem Hautton an. Nee, steht da jetzt nichts. Färbt die wechselt sofort die Farbe von blau zu pink auf den Lippen, färbt die Lippenhaut ein. Ich glaube, das reagiert auf den pH-Wert der Haut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Der riecht aber sehr, sehr gut. So ein bisschen nach Kaugummi, sehr, sehr süß und erinnert mich an diese Brause-Lippenstifte, die es früher immer beim Bäcker gab. Kennt ihr die noch? Die sahen aus wie so kleine Lippenstifte und innen war Brause drin. Also der Lippenstift bestand quasi aus Brause. So ein bisschen riechen die. Dann habe ich mir noch diesen Lippenstift mitgenommen und zwar diesen Butterstick Glossy Love Lippenstift in der Farbe Sweet Frosting und das ist so eine typische Sandy Farbe, also solche Farben trage ich fast jeden Tag und deswegen musste ich den mitnehmen. Ich liebe ja diese Astor Lippenstifte, diese Butter
Glosser oder wie heißen die nochmal? Ihr wisst schon, wie ich meine, die auch so aussehen. Und die sind perfekt für die Handtasche, kann man schnell nachtragen und deswegen musste er mit. Die sind auch sehr günstig und es gibt richtig viele Farben. Eine sehr ausgefallene Farbe für mich habe ich aus der Metal Shock Lip Paint Serie mitgenommen. Und zwar ist das die Farbe Hemlock und das ist so ein lila Ton, der metallisch ist. Und ich weiß noch nicht, wie oft ich den tragen werde, aber die Farbe fand ich so genial, dass ich mir den unbedingt mitnehmen musste. Also ich fand das so schön und ja, bin gespannt, wie oft ich den wirklich trage. Außerdem habe ich mir noch aus der Ultra Last Instant Color Serie die Farbe 16 mitgenommen. Das ist so eine ähnliche Farbe wie dieser Buttergloss, nur ein bisschen dunkler. Auch perfekt für den Alltag, perfekt für den Herbst. Würde auch heute ziemlich gut zu meinem Oberteil passen. Ich liebe solche Farben im Herbst. Und die Essence-Lippenstifte finde ich von der Qualität und von dem Preis, also Preis-Leistungs-Verhältnis, einfach super gut. Und deswegen habe ich auch echt viele in meiner Sammlung. Mich würde sehr interessieren, ob ihr das neue Essence-Sortiment schon getestet habt und wenn ja, was ihr mir empfehlen könnt oder was eure Flops sind. Lasst mich das gerne wissen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!